Guten Morgen, guten Tag, guten Abend, je nachdem, wann ihr dieses Video seht. Ladies and Gentlemen, Husqvarna presents 10 Fakten über die österreichische Landwirtschaft. Tada! Wir starten hochprozentig. In Österreich wurden im Jahr 2015 226 Millionen Liter Wein produziert. Ja, na dann, Prost! Dieser Wein stammt aus den 20.000 Weinbaubetrieben des Landes. Insgesamt gibt es 137.000 Landwirtschaften in Österreich, mehr als Innsbruck Einwohner hat. 4% der Österreicher arbeiten als Landwirt. Moment, eigentlich hätte ich sagen sollen, Österreicherinnen und Österreicher, denn knapp ein Drittel der Betriebe wird von Frauen geführt. Respekt. Ebenfalls ein Drittel der Landwirte sind Direktvermarkter. Und das mit Erfolg. Jeder fünfte Konsument kauft direkt beim Bauern. Ja, es geht auch nichts über knackig frisches Obst. Und Eier, die gerade noch unter einem Huhn lagen. Dass Landwirte besonders fleißig sind, ist allseits bekannt. Die Hälfte der Bauern geht neben der arbeitsintensiven Landwirtschaft noch einem zweiten Beruf nach. Und dabei haben sie ganz schön was zu tun. In Österreich gibt es nämlich knapp 3 Millionen Schweine, 2 Millionen Rinder und 6 Millionen Hühner. Das sind 1,6 Hühner, 0,8 Schweine und ein halbes Rind pro Haushalt. Oh Mann, so ein halbes Rind hätte ich auch gerne daheim. Am wohlsten fühlt sich das liebe Vieh wahrscheinlich in den 17% der Landwirtschaften, die bereits reine Biobetriebe sind. Vorbildlichst. Und wie wär's zum Schluss mit ein paar Vitaminen? Die meisten österreichischen Äpfel stammen aus der Steiermark, nämlich 4 von 5. Mmh, lecker! Und, ach ja, bevor ich vergesse, abonniert unseren Channel! Wir freuen uns auf euch!